Hallo liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. In meinem letzten Video habe ich euch ja schon gezeigt, wie ihr Pilzsubstrat sterilisieren könnt. Heute zeige ich euch den Sterilisationsprozess mal in voller Länge. Wie schon in meinem letzten Video beschrieben, brauchst du dafür einen Beutel mit vorbereitetem Substrat, einen Dampfkochtopf, Alkohol, ein sauberes Küchenhandtuch und Wasser. Zuerst füllt ihr nur so viel Wasser in den Topf, dass möglichst wenig davon nachher noch überhalb von diesem Dampfgareinsatz zu sehen ist. Das ist wichtig deswegen, damit die Substratbeutel nicht zu sehr im Wasser stehen. Jetzt müsst ihr den Beutel ordentlich zusammenfalten, am besten so, dass keine Luft mehr drin ist. Und dann legt ihr ihn so in den Dampfkochtopf, dass er nicht aufgeht. Das ist wichtig, damit während des Sterilisierens keine Feuchtigkeit eindringen kann. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf und dann ab damit auf den Herd. Achtet bitte darauf, dass die Sterilisationszeit von 90 Minuten erst beginnt, wenn sich im Topf der Druck aufgebaut hat. Das siehst du dann gleich noch im Video. Damit das Ganze nicht zu meditativ wird, habe ich im Video ein paar Infos über Pilze eingebaut, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Aber jetzt geht's los. Viel Spaß!
Wenn der Sterilisationsvorgang beendet ist, nimmst du den Topf vom Herd. Tränkst das Tuch mit ordentlich Alkohol. Und legst es über den Deckel. Jetzt lässt du den Dampfkochtopf am besten über Nacht abkühlen. Am nächsten Tag kannst du das Substrat binden. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn du auch meine nächsten Videos nicht verpassen willst, abonniere einfach meinen Kanal. Ich verspreche auch ganz sicher hoch und heilig, die nächsten Videos werden wieder ein bisschen kompakter. Bis bald.